Fahrschule Rettig, eine der größten Fahrschulgruppen Deutschlands. Ob Auto, Motorrad, LKW oder Bus, bei den Profis der Fahrschule Rettig sind Sie richtig. Schnell zum Führerschein? Bei der Fahrschule Rettig kein Problem. Top-Ausbildung in 2 Wochen möglich durch täglichen theoretischen und praktischen Unterricht. Oder suchen Sie einen kompetenten und zertifizierten Partner für die Berufskraftfahrerausbildung LKW oder Bus? Auch hier ist das Fahrlehrer- und Dozententeam der Rettig-Gruppe Ihre erste Wahl. Sie haben einen Bildungsgutschein? Wir haben die nötige Qualifizierung und bilden Sie gerne aus. Auch in Ihrer Nähe, in 15 Standorten in NRW und Rheinland-Pfalz. Neugierig geworden? Dann nichts wie los. Wir freuen uns auf Sie. Fahrschule Rettig, Ihre Nummer 1 für den Führerschein. Kindergesang, Laternen, Gelächter. Auch dieses Jahr veranstaltete die Stadt Siegburg einen Martinszug für die Kinder verschiedener Grundschulen. Über 2000 Schüler und Schülerinnen versammelten sich mit ihren Laternen auf dem Marktplatz der Stadtmitte, um ihre stundenlangen Bastelbemühungen zu präsentieren. Und klar ist, ihre Kreativität kennt keine Grenzen. Von farbenfrohen Tieren über ausgefallene Kunstwerke bis hin zu modernen Emojis war alles dabei. Angeführt wurde die Masse von keinem anderen als dem als St. Martin verkleideten Bürgermeister Franz Huhn, für den es auch eine sehr große Freude war. Ja, wir feiern heute in Siegburg St. Martin und wir tun dies, weil St. Martin ehemals ganz plötzlich, obwohl er ein Schwert zum Krieg führen hatte, anhält und das Schwert dafür nutzt, dass er seinen Mantel teilt und dem Bettler hilft. Er gibt den halben Teil, den er hat, ab. Und das ist eigentlich die Geschichte von St. Martin, der teilt, der abgibt, der selber ein Stück auf Wärme verzichtet zugunsten von anderen. Und alle Kinder, die heute Laternen durch unsere Stadt tragen, die sagen, wir wollen sein wie St. Martin und abgeben. Und die Siegburger Kinder haben das in den letzten 2 Jahren großartig gemacht. Die vielen Kinder, die angekommen sind, wurden alle aufgenommen in Kindertagesstättengruppen, in den Schulen. Und unsere Siegburger Kinder teilten, wie St. Martin geteilt hat. Und das soll so bleiben. Das bringt Wärme, Wärme in die Klassenräume, Wärme in die Herzen der Kinder, aber vor allen Dingen auch Wärme in unsere Stadt und Menschlichkeit. Und deswegen bin ich seit Kindsbeinen an begeistert von diesem St. Martin, ein Heiliger zum Anfassen, der wirklich praktizierte Nächstenliebe in unsere Welt hineinbringt. Und das war heute Abend großartig. Ganz, ganz viele Kinder, viele Schulen, leuchtende Augen, Kinder im Kinderwagen. Es war ein tolles Bekenntnis für St. Martin. Herzlichen Dank und schönen Abend allen. Nach dem Laternenlauf durch Siegburg versammelten sich alle wieder am Startpunkt, wo freiwillige Helfer der Feuerwehr für ein großes, traditionelles und doch sicheres Martinsfeuer sorgten. Während der mutige Bürgermeister noch einmal um das Feuer ritt und allen Kindern dankend für ihr Kommen zuwinkte, sang die 10 Jahre alte Alexandra Todorow der Hans-Alfred-Keller-Schule, begleitet von talentierten Musikanten, das altbekannte Lied St. Martin. Doch was sagen unsere Laternenläufer dazu? Freut ihr euch auch auf den St. Martin? Ja! Und worauf freut ihr euch am allermeisten? Auf den Zug! Auf das Feuer! Auf das Feuer? Ja, Feuer! Wer bekommt denn alles einen weg, Mann? Das sind unsere Finger! Ich freue mich am meisten auf den Zug und auch auf die Naschereien. Ich freue mich auch sehr auf den Zug und auch das Feuer. Und ich glaube schon, dass das schön wird heute. Der Abend nahm ruhig und gelassen sein Ende. Doch für die Kinder war es ein unvergessliches Erlebnis.